Ja, hallo und herzlich willkommen zur Self-Spice Experience. Heute mit zwei Bierchen und einer schönen Curry Krakauer, die wir uns mal eben schnell reinpfeifen. Mal gucken, wie lange wir dazu brauchen. Dazu gibt es ein bisschen was Trap-Music, glaube ich, ist es. Und ja, wir fangen direkt an. Ich habe ein bisschen Kohldampf, ich habe ein bisschen Durst und ja, es steht alles bereit. Also, ab geht die Post. Thank you.
Ja, 5 Minuten und 4 Sekunden für ein Liter Bierchen und eine doch etwas pikantere Krakauer. Also doch ein ganz schönes Würstchen hier gemacht eigentlich. Aus ziemlich vielen, sagen wir mal lieber Restsoßen, die wir hatten. Zum Beispiel Mexican Salsa Soße, zum Beispiel ein bisschen Curry Ketchup Soße. Dazu einfach ein bisschen was Wasser, damit es halt ein bisschen was flüssiger wird. Und dann thailändischer Curry dabei umrühren. Ein bisschen abschmecken noch so, vielleicht ein bisschen was Pfeffer dabei oder Salz, ganz wie man möchte. Ein bisschen Senf natürlich auch noch dabei. Und dann hat man ein bisschen was relativ gute Soße für die Krakauer. Also die war wirklich lecker jetzt. Ging auch ganz gut runter. 5 Minuten anständige Zeit, würde ich sagen, für eine Krakauer und ja, ein Liter Bier. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Das Liedchen, ja, bei wenn es euch gefällt, fragt einfach mal nach. Und ich werde euch dann verraten, was es ist. Dann machen wir da mal ein ganz kleines Geheimnis draus. Aber ich habe ja sehr selten, dass mich irgendeiner fragt, was das für Mucke ist. Deswegen warte ich jetzt erstmal ab und sag jetzt erstmal nichts dazu. Aber den Tracknamen weiß ich auf jeden Fall, falls es jemand interessieren sollte. So, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Haltet die Ohren steif und ja, lasst mir einen Daumen da, falls es euch gefallen haben sollte. Oder abonniert mich, um keine Folge von Sam Spicy zu verpassen. Und ja, schreibt was dazu, wenn ihr Lust habt. Wird mal wieder Zeit, mal wieder was von euch zu hören. Aber nur wenn ihr Lust habt, wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, wie gesagt, haltet die Ohren steif und stellt nichts an, natürlich, ne? Immer schön brav sein, Hände über der Bettdecke und ja. Puh, jetzt bin ich doch etwas außer Atem gekommen. Entschuldigung, bitte. Tschüss.